Die Bürgerinitiative B1 hatte am Freitagnachmittag um 16 Uhr zu einer Demonstration an der großen Kreuzung in Manchnow gegen drohenden Schwerlasttransport entlang der Bundesstraßen B1, B5, B112 und B168 nach Fertigstellung der Straßenbrücke am Grenzübergang Küstrin aufgerufen. Ein paar Dutzend Leute war dieser Aufforderung trotz spätsommerlicher Temperaturen um die 30 Grad gefolgt. Mit zahlreichen Transparenten und Schildern verliehen sie ihrem Anliegen und ihren Sorgen Nachdruck. Wie man der Facebook-Seite der Initiative entnehmen kann, wurde sie zur Verhinderung eben dieses Schwerlasttransportes gegründet und arbeitet mit den Einwohnern aus Manchnow, Diedersdorf, Jansfelde, Müncheberg und Hoppegarten zusammen. Reimer Wendland, Sprecher der Bürgerinitiative, schätzt die Zahl der derzeit aktiven Mitstreiter auf etwa 30 Leute. Aber auch zahlreiche Politiker der Region wollten wohl auf einen Auftritt so kurz vor der Bundestagswahl nicht verzichten. So waren die SPD-Kandidatin Simona Koos und die linke Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato, die selbst auch in Manchnow lebt, der Kandidat für die Linke Uwe Salzwedel und rechts daneben Landrat Gernot Schmidt, der Golzower Bürgermeister und Kreistagsabgeordnete für die CDU Frank Schütz und rechts der scheidende Golzower Amtsdirektor Lothar Ebert und auch der Kandidat für die Linke Nils Olaf Lüders zu dieser Veranstaltung gekommen. Frank Schütz hatte sich noch am Nachmittag vor der Demo im Radio bei Antenne Brandenburg zu Wort gemeldet und darauf aufmerksam gemacht, dass durch den zunehmenden Verkehr dann auch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden noch zusätzliche Aufgaben zu bewältigen hätten. Diese seien aber technisch dafür noch nicht ausgerüstet. Und er befürchtet zudem, dass die Ämter bei den finanziellen Kosten vom Bund allein gelassen werden. Mehrere Redner ergriffen das Wort, so auch Landrat Schmidt, der an die Gemeinde Manchnow appellierte, der von vielen Partnern gegründeten Interessengemeinschaft Ostbahn beizutreten, weil dort die Probleme im Zusammenhang mit dem Transit und Schwerlasttransport angesprochen werden könnten. Am Grenzübergang selbst laufen noch die Vorarbeiten zum Abriss der 1920 errichteten Eisenbahnbrücke. Die soll nach derzeitiger Planung bis zum nächsten Jahr durch eine zweigleisige, stützenfreie Netzwerkbogenbrücke ersetzt werden. Nach deren Fertigstellung soll dann die benachbarte Straßenbrücke bis 2025 ersetzt werden und erst dann wird es wohl zu dem vermehrten Transit- und Schwerlasttransport kommen, den die Demonstranten unbedingt verhindern wollen. Zum Ende hin drohte noch Ärger, als einige Demonstranten versuchten, die B1 zu blockieren. Amtsdirektor Ebert ermahnte sie über Mikrofon, dass die Nutzung der Bundesstraße für diese Veranstaltung nicht genehmigt worden sei und deshalb zu unterbleiben habe. Landrat Schmidt war es schließlich, der kurzerhand beherzt eingriff und die Demonstrierenden nach kurzer Diskussion wieder auf den rechten Weg brachte.